Ich bin Mira Reh. Wir sind hier in der Klasse Löbbert. Wir sind 26 Studierende und es gibt 26 Türen. Das heißt, jeder Studierende dieser Klasse hat einen dieser Räume und sozusagen eine Einzelausstellung in diesem Kasten, der von außen sozusagen identische Türen hat. Und wenn man reinschaut, findet man die Objekte arbeiten. Man könnte sagen, sozusagen, dass es etwas von einer Jugendherberge hat, es hat Messebau, es gibt alle möglichen Assoziationen. Jedenfalls ist es ein Raum im Raum und wir haben sehr viele starke Einzelpositionen. Und was das auch ausmacht, ist, dass sozusagen alle Räume auf 1 Meter Breite begrenzt sind und unterschiedlich tief sind. Das heißt, jeder Raum hat bestimmte Maße, an die man sich anpassen muss. Wir sind eine Klasse, die auch mit dem Bezug auf Raum arbeitet. Deswegen ist das wichtig für uns. Mein Name ist Judith Kaminski. Ich studiere hier in der Klasse Klaus Merkel zusammen mit Paula Fröhlich. Und dieses Jahr haben wir uns zum Rundgang das Projekt überlegt, was Sie hier sehen. Also es hängen 22 Äxte an der Wand, aber genauso halt auch von jedem Künstler der Klasse Malereien oder Fotografien. Und natürlich auf den ersten Blick fragt der Besucher sich, was haben denn Äxte jetzt mit Malerei oder mit den Bildern hier zu tun? Also am Anfang eigentlich eher herzlich wenig, aber es gibt tatsächlich viele Parallelen, aber da muss man vielleicht auch sagen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Genau. Also wir suchen halt jedes Jahr anlässlich des Rundgangs eine Aktion, die wir als Klasse machen können, um besonders interessante, unsere Arbeiten besonders inszenieren zu können, weil das eben eine Chance ist, die man sonst so eben nicht hat. Und wir kamen aufs Holzhacken, weil wir in einem Laufe eines langen Gespräches, was erst aus Spaß kam und jetzt wir sehr ernst genommen haben, um eben die Tätigkeit des Hackens auch der Tätigkeit des Malens gegenüberzustellen und wirklich mit aller Kraft zu zeigen, dass Malerei eben auch anstrengend sein kann. Und dass man den Arbeitsprozess quasi in der Klasse so präsentiert.